Es gibt eine Vielzahl von Monitoringprogrammen, die, wenn man Glück hat, Datenreihen bis 100 Jahre erzeugen. Man bekommt ein langfristiges Muster heraus, nicht unbedingt aber die Ursachen für dieses Muster. Deshalb sind Experimente notwendig, wo man gezielt Umweltstrukturen verändern kann und so den direkten Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung herausfinden kann. Die Global Change Experimental Facility gewährt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Einblicke in die Ökosysteme der Zukunft. Nur hier können Sie gleichzeitig die Auswirkungen von Landnutzungs- und Klimawandel auf die Ökosysteme experimentell erforschen. Mindestens 15 Jahre lang nutzen die Wissenschaftler dafür eine der größten und komplexesten ökologischen Forschungsanlagen der Welt. In der GCEF werden 5 verschiedene Landnutzungstypen etabliert, wovon eine die konventionelle Landwirtschaft ist, andere die ökologische Landwirtschaft, die intensive Graslandnutzung, die extensive Graslandnutzung durch Maat und die extensive Graslandnutzung durch Beweidung. Diese Landnutzungstypen werden einmal einem veränderten Klima ausgesetzt, so wie wir es annehmen, dass es am Ende dieses Jahrhunderts herrschen wird, und einmal unter dem aktuell herrschenden Klima untersucht. Um statistisch robuste und auch belastbare Aussagen zur Auswirkung der einzelnen experimentellen Faktoren machen zu können, wird jede Kombination aus Landnutzung und Klima insgesamt 5-mal auf der Fläche wiederholt. Die Größe der Versuchsparzellen und damit natürlich die Größe des Gesamtexperimentes ist jetzt nicht reiner Selbstzweck, sondern es hat auch einen fachlichen Hintergrund, denn viele Prozesse, Veränderungen innerhalb von Artengemeinschaften, Veränderungen von Populationen, auch die Interaktion von Arten, spielen sich auf einer großen räumlichen Skala ab, die also über wenige Meter weit hinausgehen kann. Auf der anderen Seite ermöglicht uns diese große Flächengröße, diese Bewirtschaftungsszenarien in einer realistischen Art und Weise nachzuvollziehen, so wie sie also auch in der Wirklichkeit auf dem Feld stattfinden, finden sie bei uns auch auf den Versuchsparzellen statt. Der langfristige Zeithorizont und der einzigartige Versuchsaufbau laden zur interdisziplinären Forschung ein. Wissenschaftliche Schwerpunkte liegen zum Beispiel in den Bereichen Mikroevolution, Biodiversität und Bodenprozesse. Einer der Forschungsschwerpunkte in der GCEF sind die Interaktionen zwischen den Arten. Denn diese Interaktionen sind sehr wichtig, weil sie letztlich die Schaltstellen in einer ökologischen Gemeinschaft sind für den Energiefluss und für den Stofffluss. Diese Interaktionen können durch Klimawandel entscheidend beeinflusst werden. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass eine erhöhte Temperatur und eine verlängerte Vegetationsperiode dazu führt, dass bestimmte Pflanzen zeitiger im Jahr blühen. Unter Umständen trifft dies dann aber nicht zeitlich mit der Aktivität der jeweiligen Bestäuber dieser Pflanzenarten überein. Klimawandel bedeutet nicht nur eine Verringerung des Jahresniederschlags, sondern auch eine Veränderung der Verteilung im Jahr. Das bedeutet wiederum, dass Trockenperioden zunehmen werden und in ihren Auswirkungen krasser werden. Demzufolge erhoffen wir uns von den konkreten Untersuchungen Hinweise auf neue Landnutzungsformen, aber auch auf die Auswahl neuer Arten oder Kulturpflanzensorten. Auf den Versuchsparzellen simulieren wir 2 Phänomene des Klimawandels. Zum einen eine erhöhte Durchschnittstemperatur und zum anderen ein verändertes Niederschlagsmuster, das vor allem darauf beruht, dass die Niederschläge aus der sommerlichen Vegetationsperiode hinaus verlagert werden. Eine Erhöhung der Durchschnittstemperatur erreichen wir durch ein Abdecken der Versuchsparzellen in den Nachtstunden mittels mobiler Dächer und mobiler Seitenteile. Gleichzeitig dienen diese Dächer natürlich auch dazu, Niederschlag in der Zeit, wo wir ihn reduzieren wollen, auf den Versuchsparzellen abzufangen. Auf der anderen Seite können wir durch eine Beregnungsanlage diesen Niederschlag zu anderen Zeiten wieder zurückberegnen. Auf den Versuchsparzellen mit dem unbeeinflussten Klima wurden dieselben Konstruktionen errichtet wie auf den Parzellen mit dem veränderten Klima, denn schon allein diese Konstruktionen können gewisse mikroklimatische Nebeneffekte haben. Landnutzungswandel und Klimawandel sind globale Phänomene. Deshalb ist die GCEF für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt interessant. Sie können am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle und Leipzig in modernen Labors ihre Proben auswerten.
Oder Sie ergänzen am Standort der GCIF in Bad Lauchstädt Ihr Freilandexperiment um kontrollierte Versuche im Gewächshaus. Die Experimentalflächen der GCF sind wirklich so angelegt, dass man auch weitere Experimente integrieren kann. Man kann noch weitere Dinge manipulieren, sich Interaktionen dann anschauen zwischen Landnutzung und anderen Umweltveränderungsprozessen. Und dieser Langzeitansatz bietet auch eine Perspektive, eben wirklich langfristig involviert bleiben zu können und damit realistische Antworten auf seine Fragen erhalten zu können. Nur solche Großprojekte bieten die Infrastruktur, um Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen zu vereinen, um dann in der Gemeinschaft ja, realistische Voraussagen treffen zu können, wie werden anthropogene Umweltveränderungsprozesse die Funktionsweise von Ökosystemen beeinflussen. Und nur diese Zusammenschau wird es dann erlauben, Politik realistisch zu informieren. Politik braucht Informationen, gesicherte Aussagen zum Einfluss von Klima- und Landnutzungswandel. Mit der Experimentalanlage können wir eine ganze Reihe von Fragen klären, die dann Relevanz sowohl für Agrar- als auch Naturschutzpolitik haben. Die Umwelt verändert sich auf vielfältige Weise. Unser heutiges Handeln hat Konsequenzen für die Funktion und Leistungsfähigkeit unserer Ökosysteme in der Zukunft. Die Global Change Experimental Facility eröffnet der Wissenschaft eine neue Welt an Möglichkeiten, um die komplexen Wechselbeziehungen in unserer Umwelt zu erforschen und zu verstehen. Für den langfristigen Schutz unserer Lebensgrundlagen.